Dieser IPC ist in der Lage, dass wir hier über Netzwerk dieses UDP schreiben und lesen können. Ihr seht jetzt, dass 48 Kilowattstunden wir noch laden müssen. Und das ist ganz entscheidend, weil unsere Keba Wallbox wird über UDP gesteuert. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Thema Laderegelung mit KNX bzw. Energiesteuern mit KNX. Und worum geht es eigentlich heute hier? Es geht darum, um eine Wallbox für ein Elektroauto zu steuern. Das heißt also, dass wir möglichst viel Strom, den wir selbst erzeugen über die PV-Anlage, in das Elektroauto hineinladen, dass wir möglichst wenig aus dem öffentlichen Netz kaufen. Kurze Übersicht zu diesem Beitrag. Ich zeige euch hier den Testaufbau. Dann schauen wir mal, wie die gesamte Laderegelung funktioniert. Das Ganze funktioniert hier basierend auf dem IPC und einem KNX Smart Meter. Also das ist schon ein bisschen tiefergreifend, die gesamte Steuerung. Ich glaube, so gibt es sie noch gar nicht am Markt, wie ich sie euch hier zeige. Und eine Keba Wallbox dazu. Und das Elektroauto ist ja dann egal. So, vielleicht mal so als Übersicht. Wir schauen uns das Ganze im Detail an, auch was den Gruppenmonitor mit den Gruppenadressen dann anbelangt. Ich zeige euch das alles jetzt. Was kostet das Ganze und welche Autos sind dafür geeignet? Eigentlich alle. So, steigen wir doch gleich mal ein. Wo stehen wir heute? Wenn wir ein neues Haus jetzt errichten mit KNX-Vernetzung, da macht das Ganze natürlich auch nur Sinn, wenn wir das mit einer Ladesteuerung koppeln. Die meisten von euch, die kaufen sich jetzt eine Wallbox im Neubau. Kenne ich bei mir privat auch. Haben wir schon zwei Wallboxen bestellt. Da ist das einfach so. Die meisten Wallboxen sind ziemlich, ich sage mal, ziemlich dumm und unintelligent. Und was ist das Schönste, was wir uns wünschen, wäre ja, wir können jetzt im Haus den Ladezustand des Elektroautos abrufen. Wir können jetzt sehen, ist der Akku, wie weit ist der geladen in Prozent, in Kilowattstunden. Das können wir nämlich alles gleich mit unserer Steuerung. Und ich möchte vielleicht auch einstellen können, dass ich sage, ich möchte in 10 Stunden, in 12 Stunden, in 24 Stunden, möchte ich mit dem vollen Akku losfahren. Ne? So, das ist der Hintergrund. Und warum möchte ich das Ganze? Weil an den öffentlichen Ladesäulen der Strom einfach viel zu teuer ist. Ne? Also 30 Cent aufwärts. Die Kilowattstunde, da ist immer die Frage, ob sich das noch rechnet, ne, für euch. Und ein guter Freund von mir, der hat jetzt knapp einen Euro gezahlt, hat diese ADAC-Ladekarte, war im Ausland unterwegs und hat dann gesagt, Mensch Frank, das ist ja super teuer. So, und deshalb haben wir unsere Laderegelung, um möglichst unseren selbst erzeugten Strom über die PV-Anlage oder aus dem Batteriespeicher, das Ganze haben wir ja kombiniert, ne, das macht dann nur Sinn, in das Auto hineinzuladen. So, und für wen ist das Ganze gedacht? Wenn ich sowieso schon ein intelligentes Haus mit einer kompletten Steuerung habe, macht es natürlich Sinn, dass ich natürlich die Wallbox oder Wallboxen, man kann natürlich mehrere einsetzen, da muss man natürlich eine Master-Slave-Regelung einführen, wird es ein bisschen komplexer. Was ich euch hier zeige, ist heute die Integration von einer Wallbox in die KNX. Haussteuerung. Was ihr jetzt hier seht, ist einfach der Browser. Oben seht ihr die IP-Adresse. Das ist die Visualisierung von diesem IPC, ne? 169.254, das könnt ihr da alles sehen. Und ich habe jetzt mal hier eine Seite ausgewählt, die haben wir Wallbox 1 genannt. Und ihr könnt auch sehen, aktuelle Zeit, aktuelles Datum. So, jetzt kann man hier den maximalen Ladestrom einstellen, wie ihr sehen könnt. Ne? Also, die Wallbox, jetzt die Keba in dem Falle, das ist auch bei vielen anderen Boxen so, braucht mindestens 6 Ampere. So, ich habe es mal auf 16 Ampere gestellt. Jetzt stellen wir mal die Batteriekapazität ein. Das ist natürlich individuell von eurem Elektroauto abhängig. Ich habe jetzt mal 60 Kilowattstunden eingestellt. Das könnte der Kia e-Niro sein. Und den Ladezustand beim Start. Ne? Also ich habe jetzt noch 20% im Akku drin. Und jetzt möchte ich hier, bei diesem Regler kann ich jetzt einstellen und sagen, bis wann das Fahrzeug geladen sein muss. Ne? So, jetzt habe ich gesagt, 16 Stunden habe ich Zeit. So, jetzt gucken wir mal, wie das mit der
Ladebegrenzung aussieht. Man kann das strombegrenzt machen. Ne? Also ich kann jetzt sagen, da habe ich noch keine PV-Anlage oder nur Überschuss. Ne? Also wenn ihr jetzt auch noch Waschmaschine und so weiter kochen, alles nutzen wollt. Oder Überschuss zeitbegrenzt. Ne? Also dann wird schon vorrangig der PV-Strom. So, genau. Jetzt starten wir das Ganze mal. Ihr seht jetzt, dass 48 Kilowattstunden wir noch laden müssen. Ne? Das sieht man unten. Jetzt sieht man auch schon den Ladestrom selber. Jetzt kommt die Vorausschau, 12 Stunden 30 Minuten. Das wird dann auch noch aktualisiert werden. Und unten seht ihr auch die Dreiphasik. Wir laden dreiphasig. Ne? Und wir haben auch die aktuelle Ladung. Ne? Das sind dann 0,161 Kilowattstunden, die wir jetzt geladen haben. Ihr seht auch nach unten nochmal grafisch die Wirkleistung. Das ist halt was von der PV-Anlage kommt, ne? Wenn da jetzt zusätzliche Verbraucher eingeschaltet werden, dann haben wir nicht so viel Überschuss. Das sind jetzt eben, unsere PV-Anlage funktioniert ziemlich gut. Wir haben jetzt 10 kW, die ganze Zeit hier wir als Überschuss haben. Das sind die Ladeströme, ne? Dreiphasig für diese KEBA Wallbox. Und wir haben noch die verbleibende Zeit, die jetzt vorausgerechnet wird. Das wird dann auch immer wieder aktualisiert in Minuten. Da muss man genauer hingucken. So, und hier oben, da oben könnt ihr auch mal das Update drücken. Hier sieht man nochmal Steckerstatus eingesteckt. Ne? Also klar habe ich den eingesteckt, laden aktiv. Da steht auch, ich lade jetzt gerade. Hier sieht man nochmal den Typ. Das sind die ganzen Netzwerkdaten, beziehungsweise UDP-Daten, die wir uns ziehen von der Wallbox. Und ja, wir laden jetzt mit 10,6. KW. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt wird es gerade noch aktualisiert, wie ihr das sehen könnt. 11,4 kW. Ja, was gibt es unten noch? Den Leistungsfaktor Cosinus Phi, das wird auch noch angezeigt. Das ziehen wir uns alles noch aus dem Datenstrom mit raus. Und wo wir jetzt stehen, wie viel wir geladen haben. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht ganz so aktuell mit den 12 Stunden 30. Ne? Also das aktualisiert sich dann noch. Ne? So, das ist jetzt mal die grundsätzliche Oberfläche der Visualisierung der Ladesteuerung. So, das nochmal vielleicht das Grundprinzip hier von unserem Paket, bestehend aus dem Smart Meter und aus dem kleinen Gutschienenrechner oder PC oder Home Server, man könnte ja auch Home Server sagen. Das Grundprinzip ist das, dass wir die Wallbox, das könnte auch ein anderer Hersteller sein, dass wir über die Netzwerkbuchse, über UDP und in Verknüpfung mit dem KNX Smart Meter, dass wir die ein- und ausschalten und dass wir die steuern. Das ist das Grundprinzip. Und das heißt also, wenn ihr oben Photovoltaik auf dem Dach habt und einen Batteriespeicher habt, das heißt auch so, dass ich immer einstellen kann, weil ich habe ja meinen Smart Meter, dass ich möglichst wenig oder gar nichts aus dem Netz ziehe. Ne? Weil letztendlich, wenn ich jetzt aus dem öffentlichen Netz Strom zukaufe, der kostet mich ja wieder Geld. Und sofern ich immer wieder oben auf dem Dach Photovoltaik das in meinen Batteriespeicher speichern kann und aus dem Batteriespeicher raus in das Fahrzeug dann laden kann, ist natürlich immer günstiger. Ne? Also viel günstiger, wenn ich es jetzt aus dem Netz kaufe oder noch schlimmer, von einer öffentlichen Ladesäule. Es gibt ja immer noch Leute, die sagen, quasi, wir wollen alle Elektroautos, ne, die gibt es ja, und ungefähr der Strom kostet nichts, der kommt aus der Steckdose. Das sind nämlich die Leute, die noch kein Elektroauto fahren und auch noch gar nicht das verstanden haben, wie das Ganze hier funktioniert. So, jetzt zeige ich euch nochmal die EIB Studio Software. Das ist die Software, wo man den IPC, ist eigentlich der IPC 2, ne, das ist ja fast so alt wie der Home-Server, muss man sagen, also der Gira-Home-Server, nur dass er auf der Hutschiene sitzt, nur dass er ziemlich schnell ist und man auch die Visualisierung, die ihr jetzt gerade gesehen habt, die hat man mit wenigen Klicks zusammengestellt. So, ich habe jetzt mal hier die IPStudio-Software, das Ganze ist auf dem Mac. Für denjenigen oder für diejenigen unter euch, die mit dem Mac arbeiten, gibt es natürlich für Windows genauso wie auch für Linux.
Das ist so die Übersicht, wenn man das als Applikation gestartet hat. Also was man hier für, hier sieht man Informationen zum Projekt, hier zur Netzwerkverbindung, KNX-Verbindung. Also der wird natürlich, das ist der kleine, der Huchin-Server, der IPC wird genauso eingebunden wie alle anderen Steuerserver, die ihr jetzt kennt. So, jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen. Hier sieht man schon die Gruppenadressen, die wir alle brauchen, um die Wallbox zu steuern. Ne? Einmal das Smart Meter, dann die Wallbox selber. Kann man auch hier gut sehen. Ne? Also bei der Wallbox sind jetzt das nicht allzu viele Gruppenadressen, die wir brauchen. Und dann gibt es den Bereich Logik. Und hier sind wir schon in dem Bereich, wo wir die Visualisierung zusammenbauen kann. Ne? Also so wie sie auch hier jetzt zu sehen ist. Ich glaube, die wird in Kürze euch, wird auch Enertext zur Verfügung stellen. Also das ist das, was ich gehört habe. All das, was wir hier haben, das wird es auch in Kürze mit dem IPC dazu geben. Wie ihr sehen könnt hier, ne, also ich kann natürlich hier auch das ganz einfach schnell mit so einem Sheet, mit so einer Vorlage zusammenstellen. Ne? Also was hier die Wallbox, was ihr hier seht, das könnt ihr selber auch noch konfigurieren und besser, vielleicht grafisch schöner machen. Ne? Ja, so, wir haben eine Verbindung zum Bus. Und das war nochmal so ein kurzer Ausflug zum, naja, wie sieht das Ganze im Hintergrund, wie sieht das Ganze im Hintergrund aus? Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist der Gruppenmonitor. Einige von euch kennen den vielleicht aus der KNX-ETS-Software. Den ruft man dann oben in dem Menü über IPC auf. Und da könnt ihr auch mal sehen, was jetzt da gerade jetzt an Diagrammen gesendet wird. Interne Kommunikationsobjekte, die wir da haben, beziehungsweise interne Objekte. Und da könnt ihr auch schon mal sehen, da haben wir also den Ladestrom mit der Phase 1, 2, 3, die Ladezeit verbleibend. Also so ist das Ganze auch im Hintergrund dann. Wie ist das Ganze aufgebaut? Ne? Und was ihr auch seht, für diejenigen unter euch, die jetzt selbst Hand anlegen wollen, das kann man auch als gute Basis nehmen, um jetzt so eine Ladesteuerung, so eine Wallbox perfekt ins Haus zu integrieren. Woraus besteht unsere gesamte Ladesteuerung? Ganz wichtig, wir haben hier einen KNX Smart Meter, ne? Weil dieser KNX Smart Meter, das ist der Enertext, KNX Smart Meter. Ohne den funktioniert es natürlich nicht. Ich weiß, es gibt einige Anbieter, auch außerhalb des KNX-Feldes, die machen dann so ein bisschen Laderegelung. Wir wollen es ja richtig gescheit machen. Und wie machen wir es gescheit? Ich zeige euch mal das. Der Smart Meter, der misst den Durchfluss in beide Richtungen des Stromes. Und damit das auch dreiphasig funktioniert, haben wir hier unten an dem Enertext KNX Smart Meter haben wir drei Anschlüsse, ne? Also wir haben also für drei Phasen messen wir hier den Strom, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme jetzt mal ein Kabel. Ne? Jetzt könnt ihr wieder drunter schreiben. Einige von euch werden dann sagen, oh, das kleine Kabel und so weiter. Ne? Also ich habe jetzt mal hier steht I1 drauf. Das ist das, wo wir den Strom messen. Vielleicht nochmal für euch zur Erklärung, um überhaupt die gesamte Bewegung im Haus zu messen, was lastmäßig läuft. Brauche ich einen Smart Meter, ansonsten wird es gar nichts. Und dazu messen wir einerseits den Strom, ne? Also richtig den Strom des Hausanschlusses. Und wir messen die Spannung. Hier oben haben wir auch nochmal für die drei Phasen die Spannung. Das greifen wir uns ab. Das baut man im Schaltschrank ein. Für diese Geschichte hier, damit das auch richtig funktioniert, würde ich sagen, holt man sich mal den Elektromeister, den Elektriker ins Haus, der klemmt einem dann mal hier ne, die Stromleitung auf, ne, die Hausanschlussleitung, die Zuleitung, weil wir müssen hier rein. Ne, wir müssen das funktioniert wie eine Stromzange, eine Durchflussmessung. Wir müssen einfach das Kabel da einführen. So, und was ihr hier nochmal sehen könnt, hier wird in beiden Richtungen gemessen. Ne? So. Das Ganze gibt es mit drei Phasen, brauche ich euch jetzt nicht weiter im Detail zeigen. Diese drei Phasen müssen im Schaltschrank angeklemmt werden. Dann haben wir hier oben noch die Spannung und hier unten kann man noch die
die Erdung anschließen. Das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr das wollt. So, und damit haben wir schon komplett auf dem KNX-Bus, wissen wir ganz genau, was geht rein, was geht raus. Und über Grenzwertschaltung kann ich natürlich dann steuern und sagen, ich will verhindern, dass überhaupt hier Strom, über Grenzwertschalter, dass Strom nach außen geht. Das sind jetzt die technischen Details. So, und das Ganze ist gekoppelt mit dem IPPC, auch von Enertex, weil diese Kombination hier in diesem Falle unsere Wallbox regelt. Welche Fahrzeuge sind geeignet? Das sind natürlich alle Fahrzeuge geeignet, also vom Audi e-tron über den BMW i3, der übrigens mein Favorit ist. Dann gibt es den Kia e-Niro, es gibt bis zum Tesla, Porsche Taycan. Es gibt ja eine ganze Reihe Leute unter euch, das weiß ich, die jetzt den Tesla, das Model 3 fahren. Und ihr habt ja nochmal gesehen, ich blende es euch nochmal ein. Also wenn ich jetzt so einen 60 Kilowattstunden Akku habe oder so, das Model 3 ist, glaube ich, von 52 bis 70, 68 ist, glaube ich, ist die Akkukapazität. Das können wir natürlich schön an unserer Ladesteuerung einstellen. Und dann könnt ihr eben die Zeit sagen, ich will jetzt in 12 Stunden da den Akku voll haben. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ihr müsst bei dem Akku im Fahrzeug einfach schauen, in Prozent, wo ist jetzt der Stand, also wie viel ist da noch an Kapazität vorhanden. Und die meisten von euch, ihr werdet das ja sicherlich wissen, man fährt den Akku nie ganz leer. Man fährt ihn maximal vielleicht auf 15% und man macht ihn auch nie ganz voll. Die Leute, die jetzt ein bisschen tiefer im Thema Elektroauto stecken, ist einfach elektrochemisch sinnvoll, den nie ganz voll zu machen. Natürlich gibt es auch noch eine Laderegelung. Und was ich euch hier zeigen wollte, war, wir können eine Wallbox komplett, die ganze Laderegelung im KNX abbilden und steuern. Und was wesentlich noch ist jetzt, was ihr auf dieser Visualisierung gesehen habt oder was ihr auf der Visualisierung seht, man kann natürlich auch das auf den Taster legen. Ich kann jetzt per KNX-Taster kann ich jetzt ein- und ausschalten, die Ladesteuerung. Und ich muss mir keine Gedanken mehr machen, wenn jetzt im Haus andere Verbraucher zugeschaltet werden. Es kann natürlich eine Wärmepumpe sein. Und es kann der Herd sein. Vielleicht habt ihr Gäste. Die Zeit wird ja wieder kommen, dass wir Gäste haben. Und da wird was Großes in den Herd hineingeschoben. Und dann will ich trotzdem noch davon ausgehen, dass ich in so und so vielen Stunden den Akku meines Elektroautos voll habe, weil ich eine längere Fahrt vor mir habe. Beispielsweise, für diejenigen, die nicht noch ein zweites oder ein drittes Fahrzeug haben. So, jetzt gibt es diejenigen unter euch, die fragen, was kostet das Ganze? Was wir hier gesehen haben, es wird ja auch gefördert. Was den Smart Meter, KNX Smart Meter anbelangt und den IPC, könnt ihr mal so, sage ich mal, Pi mal Daumen von 1000 Euro brutto ausgehen. Was die Wallbox anbelangt, die meisten gehen so die guten Wallboxen, mit der Schnittstelle, wie wir sie haben, die Keber beispielsweise, die gehen so bei 1200, 1300 Euro los, gehen bis 1800 Euro. Müsst ihr euch mal genauer beschäftigen, weil das, was wir jetzt haben, ist ein Beispiel. Kommt man insgesamt auf 2000, 3, 4, 500 Euro. Gefördert wird ja momentan pro Wallbox, bekommt man 900 Euro in Deutschland. Ich muss natürlich dazu sagen, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz sieht es anders aus. Meines Wissens in der Schweiz wird momentan noch gar nichts gefördert, in Österreich, das ist wohl in der Diskussion. Und ja, also und die Förderung ist auch nicht auf eine Box beschränkt. Also ich habe beispielsweise zwei Wallboxen jetzt einfach mal so bestellt. Pro Box 900 Euro, zwei Boxen 800 Euro. So, das war nochmal ein Nachtrag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf einen Daumen, ich freue mich auf ein Abo und schreibt mal in die Kommentare, wie bei euch das Thema gerade beim Hausbau KNX, beim Neubau eines Hauses, eines größeren, kleineren Hauses, wie ihr das Thema Elektroauto handelt. Ist das für euch ein Thema oder sagt ihr, nee, ich setze jetzt noch auf den Verbrenner? Ist ja auch ein großes Thema und da bin ich sehr gespannt.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.